Mission erfüllt für Giuseppe Maggio und sein Team. 260 Bootsflüchtlinge haben sie vor Sizilien aus Seenot gerettet, auch viele Frauen und Kinder. Dieses Mal ist alles gut gegangen, aber der Kapitän der Fiorillo musste auch schon Leichen aus dem Meer bergen. Ich habe zwei Kinder, dura. Ich habe zwei kleine Töchter und es ist nicht immer leicht, das Privatleben mit der Arbeit auf See in Einklang zu bringen. Wir geben unser Bestes, damit niemand stirbt. Aber es kommen so viele, dass eben manchmal auch Boote untergehen. Nach zwei Flüchtlingstragödien mit hunderten Toten hat Italien im Oktober 2013 die Marinemission Mare Nostrum ins Leben gerufen. Mehr als 150.000 Menschen sind seither gerettet worden. Sie kommen aus Syrien oder Schwarzafrika. Auf viel zu kleinen Booten fahren sie einem ungewissen Schicksal entgegen. Hier auf Sizilien sind sie erst einmal sicher. Für die Helfer sind viele der persönlichen Schicksale nur schwer zu ertragen. Sie hören Geschichten von misshandelten Kindern oder Geschwistern, die während der Überfahrt ertrunken sind. Wenn ein Kind dich anlächelt oder für ein einfaches Dankeschön, hat sich unsere Arbeit schon gelohnt. Allein in diesem Jahr haben mehr als 3.300 Menschen die Flucht übers Mittelmeer nicht überlebt. Hilfsorganisationen warnen, dass es noch mehr Opfer geben könnte, wenn Mare Nostrum im November durch die deutlich kleinere EU-Mission Triton ersetzt wird. Männer und Frauen wie Giuseppe Maggio werden aber auch weiterhin alles geben, um so viele Menschen wie möglich zu retten.